Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben in der letzten Folge den Visier kennengelernt und der lässt uns nicht zu Kasima rüber. Das ist blöd. So, lasst uns nochmal mit den Wachhunden reden. Aber ich glaube, da bleibt nichts mehr passieren, oder? Bitte, ich muss unbedingt zur Prinzessin. Verschwindet! Prinz Alexander von Derrentry darf nicht ins Schloss. Wir haben unsere Befehle und die sind eindeutig. Ja, das dachte ich mir. Können wir da hochklettern? Das Schloss ist ein Beispiel für maurische Architektur. Die Marmorwände sind mit feinsten Mosaiken belegt, wie sie Alexander noch nie zuvor gesehen hat. Sein eigenes Heim sieht dagegen ärmlich aus. Alexander kann weder durch die Schlosswände gehen, noch sie hinaufklettern, ohne dass die Wachen ihn sehen. Okay, dann lasst uns mal das hier anschauen. Was genau ist das? Kann man da reingehen? Tatsächlich. Die kleine Hütte ist leer. Na gut. Da kommen wir nicht rüber, oder? Hinter dem Schloss gibt es nichts Interessantes zu sehen, alles klar. Dann könnten wir entweder zurückgehen, ins Dorf gehen, oder wir gehen einfach mal hier lang. Ich hätte gesagt, wir gehen mal hier lang. Mal sehen, wo es dann hier lang geht. Hallo? Jetzt. Aha. Das sieht doch interessant aus, ein Fenster. Die Seite des Schlosses besteht aus einer soliden Mauer. Efeu rankt sich an der Schlossmauer empor. Die Büsche neben der Schlossmauer sind nicht getrimmt. Sie haben ihr natürliches Aussehen. Willst du hochklettern? Ha! Nee, doch nicht. Die Efeu-Ranken sind zu schwach, um Alexander zu tragen. Das wird bestimmt nochmal wichtig. Entweder müssen wir die stärken oder wir holen eine Leiter oder sonst was, um da reinzukommen. Das wird bestimmt noch wichtig, um reinzukommen in das Schloss und... Der schmale Weg endet plötzlich vor ein paar großen Steinbrocken. Okay. Und wenn wir da lang gehen? Der Weg wird durch dichtes Gestrüpp versperrt. Alles klar. Also da müssen wir irgendwie das Ding verstärken, damit wir so ins Schloss reinkommen. Da wir das im Moment noch nicht machen können, wie es aussieht, werden wir jetzt einfach mal ins Dorf gehen, hätte ich gesagt. Das scheint ja auch der einzige Weg zu sein, den es gibt. Hier geht es ja nicht drüber. Ja, das finde ich ein bisschen schöner. Das ist irgendwie ein bisschen... Ah, nee, ich wollte schauen, ob ich darüber komme, aber das geht nicht. Das ist ein bisschen klarer definiert als die anderen Siewa-Spiele, finde ich. So, jetzt nochmal zurück, weil es so schön war. Und ins Dorf. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da alles im Dorf drin ist, was uns die Leute so erzählen. Da haben wir auf dem Schild steht Pfandhaus. Auf den Fenster des Pfandhauses sind die Worten Kuriositäten und Antiquitäten gemalt. Was für ein interessanter Laden. Vor einem Geschäft steht eine schäbige Weidenkiste, okay? Ein großer runder Topf gehört zu den Töpferwaren, die vor dem Laden zu bewundern sind. Auf dem Schild über der Türe steht Alis Bücher. Das staubige Fenster des Buchladens überblickt die Straße auf einladende Art und Weise. Die Gebäude des Dorfes bestehen noch aus rauen Sandstein. Dieses hat einen Laden im Erdgeschoss, darüber befindet sich eine darüberliegende Privatwohnung. Zum Ladeneingang führen Stufen hinauf. Ein paar rote Hosen sind in der warmen Sonne zum Trocknen aufgehängt. Okay. Hölzerne Fensterläden rahmen die Fenster des Dorfes ein. Das Dorf erstreckt sich in nördlicher Richtung bis hinter einen schlüsselförmigen Torbogen. Okay. Wen haben wir denn da? Ein alter Bettler verhökert seine Waren im Dorf.
Er betet verschiedene Lampen an, die alle ordentlich auf einen langen Stab aufgereiht sind. Neue Lampen gegen Alter. Guten Tag, Händler. Guten Tag, Herr. Wenn ihr eine meiner schönen Lampen möchtet, müsst ihr mir im Tausch eine alte geben. Ist das nicht eher ein ziemlich schlechtes Geschäft? Alte Lampen im Tausch gegen neue Lampen? Nun, es besteht immer die Möglichkeit, dass ich in einer einen Geist finde. Wenn ich einen Geist hätte, wäre ich reicher als ein König. Außerdem blüht das Geschäft mit antiken Leuchtkörpern. Wie geht es dir, Händler? Sehr gut, junger Mann. Habt ihr jetzt eine alte Lampe für mich? Ich glaube nicht. Nee. Oh, warst du vorhin auch schon da? Die Dorfbewohner erledigen ihre Aufgaben. Sie scheinen sehr beschäftigt, aber auch irgendwie unterdrückt. Der Stab des Händlers erlaubt ein bequemes Transportieren der Waren. Im Moment befinden sich 6 Lampen an den Stab. Okay. Wir haben leider keine alte Lampe, wir hätten nächstens eine Münze. Oh, wer bist du denn? Darf man mit dir reden? Im Garten befindet sich ein junges Mädchen. Es trägt einen langen, einfachen, orangefarbenes Kleid mit einem Kopftuch. Den Kleidern und den scheuen, verängstigten Blick nach zu urteilen, muss es ein Dienstmädchen oder noch schlimmer, eine Sklavin sein. Das Dienstmädchen benutzt einen stillen Augenblick zum Rosenschneiden. Au, faules Ding! Geh zurück an deine Arbeit und lass dir Rosen in Ruhe! Ich habe dir bereits 1000-mal gesagt, dass diese Blumen für jemand wie dich viel zu zart sind. Du musst immer noch das Frühstücksgeschirr abwaschen, Mittagessen kochen und die Ställe ausmisten. Heute Morgen! Und seh dir den Schleier an, niemand will dein Gesicht anschauen. Ja, Stiefmutter. Oh je. Eine Anspielung auf, wie hieß es, Cinderella? Wisst ihr was? Wir machen mal einen Quicksave. So. Können wir da reingehen? Also hier scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Ja, ich verklick mich jedes Mal. Alexander will nicht in ein Privatgrundstück eindringen, wenn er nicht dazu eingeladen wurde. Okay, dann können wir hier wohl nichts machen. Moment, das Haus schauen wir uns noch weiter an. Das Haus ist in jener Stuckarchitektur gebaut, die typisch für diese Insel ist. Es ist offensichtlich alt, da die Fassade stark bewachsen ist. Alexander steht auf einer schmutzigen Straße, die durch das Dorf führt. Zu seiner Rechten liegt ein schönes Anwesen mit Vorgarten. Der Garten ist von einer Mauer mit einem Tor umgeben und voller roter Rosenhecken. Die Straße führt in nordwestlicher Richtung, aus der Alexander den Duft des Meeres riechen kann. Können wir da was mitnehmen? Nö, okay. Gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir uns einfach mal weiter um, hätte ich gesagt. Aha. Alexander steht am Dock der Insel. Sowohl die Pier als auch das einzige Boot sind in einem traurigen Zustand. Eine verfallene Pier ragt ins Meer. Das Wasser in dieser Bucht scheint ruhig zu sein, doch die sich kräuselnde Oberfläche weist auf eine Unterwasserströmung hin. Ein abgetakeltes Holzschiff liegt am Pier auf den Trockendock. Das Boot befindet sich in einem schlechten Zustand. Ein Loch im Rumpf und der Zustand seiner Planken sind Zeichen dafür, dass das Schiff nicht mehr seetüchtig ist. Und da haben wir noch ein alter, mit Sand gefüllter Segeltuchsack, hängt an einer Seite des Bootes. Er wurde höchstwahrscheinlich als Fremder beim Anlegen der Fähre am Pier benutzt und es ist arbeitslos. Das geschundene alte Segel sieht aus, als ob es keinen Wind mehr einfangen wird. Ja, okay. Alexander hat keine Ahnung, was er mit dem alten Sandsack anfangen soll. Na gut, lasst uns einfach mal das Schiff mal betreten. Vielleicht wohnt da ja sogar noch jemand. Ich glaube, da ist eine Tür, oder? Ja, Tatsache. Ja? Was wollt ihr? Mit dir reden, mein Freund. Alexander schwört sich nicht heimzugehen, bis er... Guten Tag, Fährmann. Ich habe mich gerade gefragt, ob dieses Boot euch gehört. Das geht euch nichts an, Fremder. Verschwindet, die Fähre ist außer Betrieb.
Wie unhöflich. Ich hab doch gesagt, die Fähre ist außer Betrieb. Wieso stört er mich immer noch? Ich möchte wirklich nur mit euch sprechen, Fährmann. Ich hab euch nichts zu sagen, Fremder. Wie lange können wir dieses Spiel noch weitermachen? Bis es so ein Game Over führt? Ich habe euch doch gesagt, ja, das hatten wir schon. Ah. Okay, da geht anscheinend nichts. Durch das Loch können wir anscheinend nicht schauen oder was machen? Nee. Das ist jetzt blöd. Können wir ihnen den Ring zeigen? Bringt das was? Ich glaube nicht, oder? Ah, du sollst nicht mit dem Boot mit... Ah. Irgendwie konnte ich den nicht anklicken. Entweder habe ich Alexander angeklickt oder das Boot, aber ich hätte wahrscheinlich eh nichts gebracht. Moment, können wir da vielleicht auch runtergehen? Eine kleine Luke führt in den dunklen Laderaum hinunter. Der Laderaum enthält wahrscheinlich nichts Interessantes und riecht nach langem Aufenthalt im Trockendock nicht sehr angenehm. Alexander beschließt, nicht ins dunkle Loch hinunterzusteigen. Naja, gut. Versuch was wert. Was passiert jetzt? Das muss ich einfach mal ausprobieren, ob das geht. Können wir hier ins Wasser springen? Da hat er gewunken. Die Strömungen, die die Insel umgeben, ziehen Alexander nach unten. Als Alexander zum dritten und letzten Mal zur Oberfläche kämpft, wünscht er sich, dass er mehr auf Unterwasserströmungen geachtet hätte. Aha. Karte bitte. Der nächste bitte. Es geht nichts über das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ja. Okay, es ist noch eines der Sierra-Spiele, wo man sterben kann, wo man nicht einfach wieder das Ganze herstellen kann. Es gibt es ja bei späteren Sierra-Spielen. Okay, da ist es anscheinend nichts mehr, oder? Nee, er geht immer wieder dahin. Ja, okay. Da ist nichts mehr. Schade. Haben wir jetzt irgendwas noch übersehen, oder? Können wir eigentlich so eine Rose mitnehmen? Alexander wurde nicht aufgefordert, die Rosen der Familie zu pflücken. Ja. Anscheinend können wir da auch nichts machen. Mit dem Ding hier. Naja, was mir einfällt, was wir gar nicht gemacht haben. Warum sind wir eigentlich, als wir in der Stadt waren, nicht in die zwei Geschäfte reingegangen? Wir haben ja zwei Geschäfte, warum sind wir da nicht reingegangen? Irgendwie habe ich das total verpeilt. Naja. Machen wir einfach jetzt mal. Wo gehen wir zuerst hin? Schauen wir uns erstmal hier um. Ist da was drin? Alexander untersucht den großen Topf. Er ist momentan leer. Aber die Scherben auf dem Boden deuten darauf hin, dass er manchmal als Abfalleimer benutzt wird. Die schäbige Kiste interessiert Alexander nicht, sie ist wahrscheinlich voller Töpferwaren. Okay, dann gehen wir mal rein. Das wird wahrscheinlich noch wichtig werden. Guten Tag. Okay, was haben wir denn da alles? Ein großer Bär? Der Bär bewacht die Kuriositäten des Pfandhauses und macht einen sehr protzigen Eindruck. Ein seltsamer geflügelter Apparat sitzt in einer Ecke des Raumes. Er scheint unbrauchbar zu sein. Alexander schaut ihn sich näher an. Vielleicht wurde das Ding einmal für irgendeine Sportart benutzt, bei der man von einer Klippe oder einer Felswand sprang, im Wind segelte und sich dann, vielleicht beim Landen, ein paar Knochen brach. Alexander schüttelt sich bei dem Gedanken und entscheidet sich, Drachen lieber zu bekämpfen, als zu fliegen. Das ist mal eine andere interessante Ansehensweise. Ja, egal.
An der Decke hängt ein Horn, das einmal als Trinkgefäß oder Pulverbehälter benutzt wurde. Eine alte Rüstung steht im Pfandhaus. Obwohl sie kopflos ist, bietet sie guten Schutz gegen Diebe und Teppichhändler. Eine kleine rote Trommel schlägt nicht mehr, seit sie im Regal steht. Liegt. Einige alte Fässer enthalten wahrscheinlich Gemischtwaren und Verderbliches. Zumindest ein Bewohner des Landes der Grünen Insel muss Interesse an mystischen Dingen haben. Unter anderem wurde eine Kristallkugel eingetauscht. Ein Damenspiegel, der aus einer Aussteuer stammt, legt es verstaubt in ein der Regale des Pfandhauses. Zwischen dem Fender stehen einige Kerzen, sie dienen als Lichtquelle in den Abendstunden. Ein großes Glätt gibt dem Laden ein unheimliches Flair. Die Rückwand des Ladens beherbergt unzählige Flaschen und Elixiere zum Beispiel. Eine Flasche mit der Aufschrift Eulenmut-Elixier für ängstliche Eulen. Ist es eine Anspielung auf den 5. Teil mit Cedric? Eine Flasche Zwergen-Ex. Miniaturteppichfeger für diese Schlösser in der Flasche. Vogelnest, Suppenflix, keine Schätze im Lieferumhang enthalten. Knoblauch aus biologischem Anbau gegen besonders aufdringliche Vampire. Magischer Spiegelreiniger, wenn die Zukunft schummrig wird. Haifischabführmittel. Und eine kleine Kiste verzauberter Floh und Zeckenhalsbänder. Okay, das war's wohl. Was haben wir da hinten noch alles? Die Rückwand des Ladens beherbergt eine Menge verschiedener Kleinigkeiten, zum Beispiel ein Lochdetektor für diese schwer erkennbaren Löcher in Schiffsrümpfen. Katzenkuchenmischung, veräppeln sie ihre Freunde, steht auf der Packung. Ein Zuggerät für goldenes Zaumzeug, mit dem man diese beinahe unsichtbaren Gegenstände findet. Selbstklebende Edelsteine, das Wundermittel, wenn der Honig fehlt. Zungenkletterausrüstung? An über 100 Walzungen getestet. Anspielung auf King's Quest 4. Da sind wir ja auch im Wal gewesen und mussten der Zunge hochklettern. Da hätten wir so einen Zungenkletterausrüstung gut gebraucht. Ja, das ist ja echt cool. Ein Zäpfchenkitzler. Sogar das größte Säugetier muss garantiert niesen. Auch King's Quest 4. Ein Käsehaken um Käse auch aus kleinen Löchern herauszuangeln. Eine Schaufel mit der Garantie, sie können über 100 Gräber damit schaufeln. Brückenreparaturwerkzeug, wenn sie mal wieder zu oft über eine bestimmte Brücke gegangen sind. Stufenkanten für Treppenstufen, damit man endlich festen Boden unter den Füßen hat. Okay, das war's jetzt. Dann haben wir hier noch was. Das sieht interessant aus. Eine elegante kleine Glaskaraffe, dekoriert die Theke. Das Glas ist mit Pfefferminz gefüllt, um die Kunden zu erfreuen. Alexander schaut auch die Sachen auf der Theke etwas genauer an. Okay, da können wir uns auch was genauer anschauen. Ich sehe, euch gefällt die mechanische Nachtigall. Sie wurde aus einfachem Blech hergestellt, aber sie singt so süß, man kann sie kaum von einer echten unterscheiden. Die Flöte besteht aus einfachem Holz, aber ihr Klang ist sehr fein und rein. Ah ja, der Pinsel. Einer unserer Inselkünstler hat ihn früher benutzt. An diesem Pinsel steckt viel von seiner Kreativität und die Bossen sind noch gut erhalten. Habt ihr Interesse an Zunderbüchsen? Diese hier ist nur ein bisschen beschädigt. Sie enthält genug Feuersteine, eine gute Reibfläche und sogar eine Kerze für den Notfall. Ja, okay. Dann schauen wir dich noch an. Der Pfandhausbesitzer ist ein seltsamer Mann. Sein Gesicht ist alt und voller Falten. Mit eisernem Blick taxiert er die Gegenstände. Trotzdem fühlt Alexander, dass er ihm vertrauen kann. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge reden wir mal mit ihm. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch so ein Pfefferminz mit, wenn wir es kriegen. Und wahrscheinlich brauchen wir etwas. Ich habe mir schon überlegt, den Nachtigall, vielleicht wenn wir die rufen könnten, dass dann Kasima aus dem Fenster rausschaut und wir uns mit der unterhalten können. Das wäre vielleicht interessant. Die Frage ist, wie kriegen wir Geld? Wir könnten vielleicht den Siegelring eintauschen, aber ich glaube nicht, dass das Alexander macht. Vor allem wäre das ja blöd, weil das hätten wir ja vorher machen können. Und dann wären wir nicht ins Schloss reingekommen. Ja. Und für ein Golddublone oder ein Kreuzer oder was war das, was wir hatten?
Ach, einfach nur eine Münze. Werden wir auch nicht besonders viel kriegen. Naja, wir reden in der nächsten Folge mal mit ihm und schauen mal, ob wir hier was machen können. Ich bin auf das Pfefferminz scharf. Ich weiß nicht warum, aber ich bin scharf drauf. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.